Hallo, grüß euch. Herzlich willkommen zum neuen Überblick. Grüß dich, Wave, und alle anderen, die schon da sind. Ja, wir haben wie jede Woche einiges für euch, nicht wie jede Woche, wie alle zwei Wochen einiges für euch vorbereitet. Und ich würde sagen, dieses Mal verlieren wir auch nicht viele Worte, oder? Ja, wir haben ja einige größere Themen heute wieder mit dabei, ne? Ja, eine gute Mischung, glaube ich, aus ernsten Themen und auch ein bisschen jokigere Dinge. Nichtsdestotrotz Sachen, die die Öffentlichkeit bewegt haben. noch bewegen, und, ja. Und die linke Öffentlichkeit vor allen Dingen. Ja, das stimmt. So, schauen wir mal rein. Es geht los. Ein bisschen. Ich glaube, wir müssen ein Stück rüberkommen. Ja. Und zwar, wir starten heute mit dem Iran. Denn der Iran hat mal wieder, ist ja eigentlich normal, dass der Iran es tut, aber hat Israel mit Vergeltung, Vernichtung gedroht, weil es ist auch was Konkretes passiert. Schauen wir mal an, was passiert ist. Angriff auf die iranische Botschaft in Syrien sind nach iranischen Angaben am Montag 3 Befehlshaber der Revolutionsgarden und 4 weitere Militärberater getötet worden. Unter den Toten befinde sich unter anderem der hochrangige Kommandeur Mohammad Reza Sahidi, erklärten die Revolutionsgarden in Teheran und eine von Reuters kontaktierte Person aus libanesischen Sicherheitskreisen. Der Vorfall in der syrischen Hauptstadt Damaskus schürte Sorgen vor einer Eskalation des Konflikts im Nahen Osten. Der Iran machte Israel verantwortlich und erklärte, man behalte sich Vergeltung vor. Der iranische Botschafter in Syrien, Hossein Akbari, kündigte eine scharfe Reaktion an. Syrischen Staatsmedien zufolge soll Israel den Angriff von den Golanhöhen aus vorgenommen haben. Die syrische Flugabwehr habe einige Marschflugkörper abgefangen. Das israelische Militär, das sich zu derartigen Ereignissen regelmäßig nicht äußert, lehnte eine Stellungnahme ab. Israel hatte wiederholt mit dem Iran in Verbindung gebrachte Ziele in Syrien angegriffen, allerdings nicht das iranische Botschaftsgelände. Das US-Präsidialamt erklärte, man verfolge die Berichte über israelische Luftangriffe in Damaskus. Ein Sprecher des US-Außenministeriums sagte: Wir sind immer besorgt über alles, was zu einer Eskalation oder zu einer Ausweitung des Konflikts in der Region beitragen könnte. Seit dem Angriff der vom Iran unterstützten radikal-islamischen Palästinensergruppe Hamas auf Israel am 7. Oktober hat Israel seine Luftangriffe in Syrien gegen die ebenfalls vom Iran geförderte libanesische Hisbollah-Miliz und das iranische Korps der Revolutionsgarden verstärkt. Beide protegieren die Regierung von Syriens Präsident Bashar al-Assad. Der Mann ist auch alt geworden, ne? Oh ja. Ja, finde ich auch immer wieder krass, wenn einem das so ins Gedächtnis gerufen wird, dass das eben nicht einfach nur so ein direkter Konflikt jetzt zwischen Israel und Gaza ist, sondern eben auch wirklich inzwischen recht viele Länder mit einbezieht. Mhm. Also wir hatten ja viel Berichterstattung natürlich, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, über die Houthis im Jemen und die Angriffe auf die internationale Schifffahrt, dann im Zusammenhang. Warte. So. Im Zusammenhang mit Schiffen, die nach Israel gefahren sind oder irgendwie damit Zusammenhang stehen. Ja, und hier verschärft sich jetzt eigentlich wieder der Konflikt zwischen Iran und Israel. Und das ist ja auch wirklich beachtlich, wenn man sich das mal anschaut, in wie viele Konflikte und in wie vielen Ländern auch sich dieser Konflikt zwischen Israel und den arabischen Nachbarstaaten, aber auch vor allem dem Iran abgespielt hat. Mhm. Also man hat ja immer wirklich so diesen Konflikt eben Palästinenser, Milizen, Israel im Kopf, vor allem im Gaza, Israel. Aber ich meine, wir haben die 2 Libanon-Kriege, in denen Israel maßgeblich mitgewirkt hat. So, wir haben die Einmischung in Syrien, wir haben die Einmischung im Irak, wir haben auch aktive Angriffe
auf iranische Infrastruktur, wovon manche Sachen eben explizit bekannt sind, manche nicht. Wir haben ja auch die gegenseitige Unterstützung natürlich von dann Proxys, die eingesetzt wurden, als eben Schachfiguren von beiden Seiten. Also ich meine, das ist ja recht weitläufig bekannt, dass der Iran diverse palästinensische Milizen unterstützt, allen voran eben den islamischen Dschihad. Die Hamas natürlich auch, aber dann im Libanon und in Syrien dann auch die Hezbollah, wo, das wurde glaube ich ja jetzt gar nicht so explizit angesprochen, aber ich habe nämlich auch zu dem Angriff gehört, dass eben sowohl Mitglieder vom islamischen Dschihad als auch von der Hezbollah jetzt in dem Botschaftsgebäude bei dem Angriff getötet wurden. Mhm. Ich glaube, das wurde jetzt hier nicht gesagt, weiß ich natürlich nicht, ob das jetzt schon gesichert bekannt ist. Aber das ist wirklich, man muss sich das als so ein, eigentlich die gesamte Region ergreifenden Konflikt immer vorstellen, was sich da früher natürlich noch mit den diversen arabischen Staaten, aber jetzt eben maßgeblich eigentlich nur noch mit dem Iran, Syrien und Teilen der libanesischen Regierung abspielt. Mhm. Ja, einfach eine Ausweitung von dem Konflikt, der eh immer schon schwillt, ne? Also zwischen Iran und Israel. Für den Iran ist ja auch Israel wirklich so der Hauptfeind neben den USA und sicherlich auch für das iranische Regime eine willkommene Möglichkeit jetzt von den inneren Unruhen, die ja nach wie vor in natürlich viel abgemilderterer Form, als das jetzt zu dem Höhepunkt der Kämpfe im Iran war, umzulenken. Ne, also auch der Iran profitiert jetzt sicherlich ein bisschen von dieser Auseinandersetzung, dass man halt die innenpolitisch schwierige Lage darüber ein bisschen stabilisieren kann, den äußeren Feind Israel da zu beschwören. Ja, ich meine, so muss man ja auch eigentlich viel von eben der teilweise noch tatsächlich praktizierten, teilweise aber auch einfach nur noch auf Lippenkenntnissen basierenden Feindschaft gegenüber dem israelischen Staat in eigentlich fast allen Staaten der Region sehen. Mhm. Also es ist immer natürlich eine willkommene Möglichkeit von eigener Unfähigkeit und zum Einschwören auf einen geeinten Nationalismus eben so ein bisschen die Feindschaft zu Israel zu bemühen, um damit natürlich auch häufig noch so eine Scheinradikalität des eigenen politischen Programms in den arabischen Staaten zu erzeugen. Also Chris, wie stark das jetzt Rojava nützt, dass es dann halt so Angriffe auf das iranische Regime gibt, finde ich halt da sehr schwer zu werten. Aber es ist ja generell mit Rojava so, dass Rojava überhaupt nur entstehen konnte, weil es halt so in dieser Region so Machtvakuums halt gab, ne? Und sich halt die entsprechenden Länder in schwierigen Situationen befunden haben und da die Kurden dann einfach eine gute, günstige Gelegenheit genutzt haben, um sich dort breit zu machen. Ich kann mir das also schon vorstellen. Ja, und ich meine jetzt, tatsächlich würde ich es noch irgendwie ein bisschen anders bewerten, weil ich meine, der Hauptfeind von Rojava ist ja jetzt, sind ja jetzt eigentlich nicht die Verbündeten, die eher auf der Seite von Syrien und Iran stehen. Ich meine, die syrische Regierung hat natürlich ein extrem angespanntes Verhältnis zu Rojava als autonomer Regierung, keine Frage. Und alle Staaten hatten zeitweise ein Interesse daran, kurdischen Separatismus wirklich aktiv auszurotten oder zumindest zu minimieren. Aber aktuell ist es ja eher so, dass Syrien, so wie gesagt, in diesem angespannten Verhältnis Rojava eben zu einem gewissen Grad duldet, natürlich auch immer wieder in die Konfrontation steht. Und wie Hakushi ja auch schon geschrieben hat, der Iran ist jetzt auch nicht in einer direkten Konfrontation eben mit den kurdischen Kräften, die in Rojava tonangebend sind. Und eigentlich ist ja gerade die Hauptkonfrontation eher mit dem türkischen Militär und auch die Hauptbedrohung. Ja. Und ich denke, mit dem Angriff selber bleibt natürlich zu erwarten, was jetzt genau davon folgen wird, weil wenn man sich jetzt einfach das so zahlenmäßig anguckt, dann sind natürlich explizite iranische Vergeltungsschläge vergleichsweise schwach immer geblieben auf israelischem Staatsgebiet. Also was halte ich auch für unwahrscheinlich, dass es jetzt wirklich Iran jetzt irgendwie da probiert, Israel frontal anzugreifen. Das ist, denke ich, sehr unwahrscheinlich. Eher über dann die Hezbollah, ne?
Ja, das sowieso, klar, das muss man so sehen, dass das ist eben die Möglichkeit, wie diese Angriffe gemacht werden und was es ja auch schon gab eben vom iranischen Sicherheitsdienst, Geheimdienst, der ist ja auch wirklich für die Region vergleichsweise stark und da gab es dann ja auch schon beispielsweise in Lateinamerika Angriffe oder international dann Ermordung von Personen, die in irgendeiner Art und Weise mit dem israelischen Staat zusammenhängen. Das sind natürlich Möglichkeiten, die er hat, oder dann eben über die Proxys, die er kontrolliert. Aber da vielleicht auch nochmal eine kurze Ergänzung dazu, weil das auch immer gerne dabei vergessen wird. Es gibt auch diverse anti-iranische Proxys, die auch eine Verbindung zum israelischen Staat und Geheimdienst haben. Also wo man das beispielsweise ja, schon recht stark nachgewiesen hat, wären jetzt die Volksmujahedin. So eine wirklich sehr obskure islamisch-sozialistische Sekte, nenne ich sie jetzt mal, aus dem Iran, die eben gegen das Mullah-Regime kämpft. Und ich glaube aktuell, weil die immer aus diversen Staaten vertrieben wurden, jetzt in Albanien beheimatet ist und dort im Endeffekt so ein 5000-Personen-starkes Sektencamp hat. Ja. Die dann auch eingesetzt werden, um den Iran zu destabilisieren oder Anschläge auszuführen. Was ich noch gut fand, war so eine Stellungnahme hier vom Iran selbst dazu. Müsst ihr mal besonders auf die Übersetzung achten. Das fand ich recht, recht witzig inhaltlich, wie das formuliert war. Zide pa gozashtan hame usul insani va moqarrat bainulmalali az jumle hamle terroristi in regime be konsulgari jomhuri islami Iran dar Damesk agarche bi pasokh nakhahad mond. اما اوج سرخوردگی و درماندگی این رژیم را نشان میده به حول قوه الهی رژیم قاسم صهیونیستی به دست دلاور مردان جبهه مقاومت مجازات خواهد شد آنها از این جنایت و امثال آن پشیمان خواهند شد. Das fand ich einfach gut, weil die halt das sprachlich einfach dann alles einem so komplett umdrehen. Also dann ist halt quasi Israels das Regime. Das sind Terrorattacken gegen den Iran und so, alles einfach so. Die nutzen halt diese Sprache, mit denen sie halt betitelt werden, dann vom Westen einfach ja. Umgedreht. Sehr gut. Ja, es ist auch was, ich fand es auch ganz interessant, beispielsweise Syrien, wo ja auf deren Staatsgebiet das passiert ist, auch wenn man natürlich immer sagt, eine Botschaft ist eigentlich Staatsgebiet dann der anderen Nation auf dem eigenen Staatsgebiet und so. Aber die haben das beispielsweise auch erstmal als feigen Terroranschlag gewertet. Und ich glaube, dass sogar selbst Saudi-Arabien, die ja eigentlich zumindest regional gesehen neben Israel der größte Hauptfeind vom Iran waren, dass selbst die offiziell erstmal diesen Angriff als unerlaubte Einmischung da in die Souveränität von Syrien bewertet haben und das verurteilt haben. Bleibt spannend. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter. Nicht damit, sondern jetzt schauen wir nach Ungarn. Dort hat es nämlich größere Proteste gegen Orban wiedergegeben. Wir hatten, glaube ich, schon mal vor einem Monat oder so auch über Ungarn berichtet. Aber jetzt ist noch mal was passiert. Es gab wieder größere Proteste. Schauen wir mal rein. Im Nachbarland Ungarn sind heute Zehntausende zu Protesten gegen die Regierung Orban auf die Straße gegangen. Dazu aufgerufen hatte der Regierungskritiker Modior. Der 43-Jährige gehörte einst zum Machtzirkel um Ministerpräsident Orban. Nun fordert er den rechtspopulistischen Regierungschef heraus. Mit Enthüllungen über mutmaßliche Korruption im Umfeld von Orban sorgt er seit Wochen für Aufsehen. Die Demonstration stand unter dem Motto »Für ein neues Ungarn«. Jeder will noch schnell ein Selfie mit Peter Modior, scharfer Kritiker des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban, bürgerlich-konservativ. Und plötzlich der neue Polit-Shooting-Star. Ich liebe diesen Mann. Er wird Ungarn sehr bald verändern. Und ich hasse Orban. Es ist ein korrupter Mafia-Boss, der größte Gangster in Europa. Wenn wir wieder Demokratie in Ungarn hätten, wäre das ein großer Erfolg.
Dabei kennt man Mojors Namen hier erst seit wenigen Wochen. Der 43-Jährige gilt jahrelang als enger Gefolgsmann von Ministerpräsident Orbán und seiner Fidesz-Partei, bekleidet Führungsposten der Regierung. Der Wendepunkt für ihn? Ungarns Präsidentin begnadigt den Helfershelfer eines Pädophilen und muss daraufhin zurücktreten. Ein Skandal mit Folgen. Mojo packt aus. Auf der YouTube-Plattform Partisan spricht er offen über Korruption und Vetternwirtschaft. Der Clip wird mehr als 2 Millionen Mal geklickt. Seitdem bringt er tausende Menschen auf die Straße. Heute werden wir so viele sein. Das wird man auch von Orbáns Amtssitz aus sehen. Es ist genug. Jetzt holen wir uns unser Land von dieser Regierung zurück. Zehntausende Protestierende erreichen schließlich das Parlament. Beobachter erklären das Aufsehen um Orbáns neuen Gegner so. Eigentlich hat Peter Mojor nichts Neues gesagt als die anderen Oppositionspolitiker in den letzten Jahren. Aber man glaubt es ihm eher, weil er es von innen weiß, wie das System funktioniert. Orbán bekommt also Gegenwind. Mojor erklärt zudem heute, er wolle bei der Europawahl am 9. Juni antreten. Ich habe mich auch schon, wo wir das erste Mal darüber gesprochen haben, weil es ist jetzt schon ein bisschen her mit dieser Begnadigung von diesem pädophilen Helfer, eigentlich auch schon gedacht, so, das kann halt dem nur das Genick brechen. Ich meine, was willst du halt Krasseres machen als Politiker? Und es ist auch so ein wilder Move, der einfach nur darauf zurückzuführen ist, dass der Typ halt denkt, okay, mir kann halt nichts passieren. So, das kann halt nur auf Grundlage von Größenwahnsinn passieren, dass man halt. Aber man sieht halt dann in dem Fall, dass sich jetzt dann wirklich die inneren Zirkel auch von Orbán hier verabschieden und gegen ihn protestieren. Und ich glaube, spätestens das ist jetzt, ich glaube, Orbán wird sich nicht an der Macht halten können, einfach. Eigentlich möchte ich da jetzt spekulieren. Und vielleicht kommt bei mir da auch so ein bisschen so der innere Verschwörungsideologe dann bei raus. Aber aber ich meine, vielleicht eine andere Möglichkeit, warum sowas passiert. Ich möchte jetzt gar nicht irgendwie so explizite Andeutungen da machen, dass er auch bei sowas dann irgendwie mit drin steckt. Aber man weiß natürlich nie, wenn jetzt jemand dafür sorgt, aus einer hohen Regierungsposition, dass jemand begnadigt wirkt, was eigentlich extrem unpopulär wirkt, was vielleicht auch im Hintergrund dann wirkt, von wie die Person Druck auf Orbán ausüben kann und was sie vielleicht gegen ihn in der Hand hat, dass das auch einfach erwirkt werden muss. Und ich glaube, sowas, ne, kann man da schon bei dann immer im Kopf behalten, weil ich glaube nicht, dass das einfach nur dann irgendwie ein geteiltes Klassen- oder Loyalitätsbewusstsein von so einer herrschenden Schicht oder so ist, sondern dass da auch intern eben ganz viel einfach immer gegeneinander in der Hand gehalten wird und gewirkt werden kann, weswegen man dann dadurch auch dafür sorgt, dass man dann eine gewisse rechtliche Sicherheit selbst bei solchen Sachen haben kann. Eine berechtigte Frage, die man hier ja auch stellen kann, ist, worin unterscheidet sich jetzt halt dieser Typ halt inhaltlich wirklich von Orbán? Also ich vermute jetzt einfach mal, dass der halt inhaltlich eine sehr ähnliche Politik halt vertritt, nur einfach halt dieses Korruptionsding und dieses Pädophilie-Ding jetzt halt ablehnt und so. Aber wenn er jetzt aus dem inneren Zirkel kommt, wirklich halt mit dem so lange Zeit eng zusammengearbeitet hat, dann ist er entweder inhaltlich auf der gleichen Level oder er ist halt einfach ein Karrierist. Das kann ja auch sein, ne? Dass er einfach sagt so, ja, ich mache halt im Prinzip das, was die Herrschenden gerade machen und das, was irgendwie, also jetzt auch so ein Populist ohne sonderlich viel eigene Position wirklich, und der jetzt einfach seine Chance auch sieht, jetzt hier an der Stelle offen vom absteigenden Ast halt dann wegzukommen, um selber durchzustarten. Ich meine, er ist ja auch noch jung und kann auch sein. Sowas ist natürlich auch ein recht opportuner Moment, ne? Mhm. Wenn du da, wie die es ja schon gesagt haben, das ist das, was ihn unterscheidet. Der kommt aus dem inneren Zirkel und es ist halt einfach ein unfassbar abgefuckter Move von Orbán. Es ist super unpopulär, weil, ja, ich meine, was Schlimmeres kannst du eigentlich gesellschaftlich machen, so. Und dementsprechend passt das schon. Werden wir dann sehen, ob wir jetzt hier die Geburtsstunde des ungarischen Nawalny sehen. Gut möglich.
Okay, wir springen wieder weiter. Der internationale Part ist dieses Mal, glaube ich, viel kürzer als sonst. Sonst reden wir immer lange über international und dann werden wir uns dieses Mal mehr Zeit gönnen für die eher lokalen Themen. Aber noch sind wir nicht dort angekommen, weil die wichtigste Nachricht. Wir reisen auf dem Rücken der Elefanten nach Deutschland. Genau, eine halb internationale, halb deutsche Nachricht schon. Was ist da los mit Botswana und den Elefanten? Botswana will Deutschland nach einem Bericht der Bild-Zeitung 20.000 Elefanten schenken. Zitat: Wir akzeptieren kein Nein, sagte Präsident Mokgweetsi Masisi der Zeitung. Hintergrund sind diplomatische Verstimmungen zwischen der Regierung des afrikanischen Landes und der Bundesregierung in Fragen des Artenschutzes. Deutschland ist bekanntlich der größte Importeur von Jagdtrophäen geschützter Tierarten in der Europäischen Union. Nach Angaben des Bundesamts für Naturschutz waren es im vergangenen Jahr 650 Importe, davon 26 afrikanische Elefanten. Bundesumweltministerin Steffi Lemke hatte vor rund 2 Jahren angekündigt, diese Importe weiter einzuschränken. Eine entsprechende Gesetzesinitiative der Bundesregierung liegt aber noch nicht vor. Der botswanische Minister für Umwelt und Tourismus hatte sich in der vergangenen Woche an die Bundesregierung gewandt und darum gebeten, von einer Verschärfung der Einfuhrbestimmungen für Jagdtrophäen aus afrikanischen Ländern abzusehen. Der Verkauf von Trophäen sei eine wichtige Einnahmequelle für die Bevölkerung Botswanas, zum Beispiel zur Finanzierung von Schulgebühren. Rund 50 Gemeinden würden jährlich etwa 2 Millionen Euro durch die Jagd einnehmen, berichtet der Tagesspiegel. Zitat: 20.000. Ja. Ich sehe schon in den Kommentaren, dass sich hier einige aus der Community direkt bereit erklären, Elefanten aufnehmen zu wollen. Es ist ja noch immer so ein rechtes Narrativ, dass dann gesagt wird: Hey, ja, aber wenn die dann alle kommen, dann stellt doch mal eure Wohnungen bereit. Na komm, macht doch mal, wenn ihr so herzensgute Menschen seid, macht ihr ja doch nicht, ist ja alles nur oberflächliches Gelaber. Und hier ist direkt die Bereitschaft: Ja, ich würde einen Elefanten in meine 40 Quadratmeter Wohnung aufnehmen. Ja, ich frage mich, ähnlich wie bei der ganzen Trikotgeschichte, was wäre das für eine geniale Sommerloch-Geschichte gewesen? Die kriegt ja ihre Aufmerksamkeit, ne? Also, ich weiß nicht, hast du das noch mit der Bild, mit den Bildschlagzeilen? Ja, habe ich, genau. Also, man muss es natürlich jetzt generell halt diese Schlagzeile etwas hinterfragen, weil ihr seht, ich weiß nicht, ob ihr das seht gut, aber die Bild ist ja eine Bild-Zeitungs-Story und die Bild-Zeitung berichtet täglich darüber, vor 5 Tagen, vor 1 Tag, vor 2 Tagen, vor 3 Tagen. Es gibt immer so ein Update. Kannst du aber das Bild. Und dann machen die hier mal so tolle Bilder, hier mit so Elefanten, die so in Deutschland vorne halten, oder Elefanten am Brandenburger Tor. KI sei Dank. Ja, ja, das ist, das basiert ja auch, wie so ein bisschen da schon angeklungen ist, eben auf diesem Konflikt, der gerade sich da so ein bisschen abzeichnet zwischen eben der Bundesregierung, die jetzt diese schärferen Einfuhrbedingungen haben möchte oder ein generelles Verbot davon, und eben dem Land, was davon profitiert. Weil man muss das, glaube ich, auch mal so perspektivisch so sehen. Botswana ist ja ein recht großes und dünn besiedeltes Land, mit einer der größten, vielleicht sogar die größte, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, Elefantenpopulation der Welt. Und tatsächlich auch einer immens stabilen. Also wahrscheinlich auch zu viel und überfordernd das Sozialsystem Botswanas, oder? Tatsächlich, ja. es ist nämlich so, Botswana hatte ganz lange eben, weswegen auch die Elefanten so gut da drin gediehen sind, so ein riesiges Nationalparksystem. Also ich glaube, 1/4 des Landes wurden dafür eben genutzt, wo dann die Elefanten, wo sich gar keine Menschen ansiedeln sollten und die Elefanten dort dann auch florieren konnten. Und jetzt kam es eben vor ein paar Jahren zu einer großen Dürre. Die Elefanten sind da überall rausgegangen und marodieren jetzt über die ländlichen Gebiete. Also eigentlich ist es nicht lustig, weil es Elend und Leid für sehr viele Menschen bedeutet, trotz natürlich dieser sehr skurrilen Geschichte. Und die Bauern vor Ort natürlich immens abgefuckt sind und es gleichzeitig auch die Möglichkeit gibt, damit Geld zu machen. Also tatsächlich ist es jetzt auch schon so weit, dass
von diversen Politikern und auch von der Bevölkerung selber gefordert wird, dass sie einfach massiv diese Elefantenpopulation dezimieren. Also noch nicht mal eben für irgendwie jetzt den Export oder so, damit Abschussgenehmigung, sondern einfach nur 10.000 Elefanten erstmal dezimieren, damit die Population kleiner wird, weil es eben zu so einem großen Problem ist. Und wenn dann natürlich so das Importland schlechthin, Deutschland, also jetzt neben den Vereinigten Staaten und China, die natürlich noch einen riesigen Markt bedeuten, dann jetzt sagen will, nee, das wollen wir erstmal nicht so, dass hier unsere lokalen Jäger die Möglichkeit haben, da ihre Trophäen hier hinzubekommen, dann werden die da unten natürlich stinkig. Und da in dem Zug hat jetzt der Präsident eben gesagt, ja gut, wenn ihr mal wissen wollt, wie das ist, wenn hier die Elefanten euch über die Äcker laufen, dann exportieren wir die dahin. Und das hat natürlich auch die Bild schon einem Faktencheck unterzogen, wo man die Elefanten ansiedeln könnte. Und kein Scheiß, die sind, glaube ich, bei irgendwie so einem Landstrich in Mecklenburg-Vorpommern und der Uckermark rausgekommen. Okay. Ja. Jetzt müssen wir auch noch robotisch quatschen, wa? Das ist ja hervorragend, wenn ihr das einsetzt. Ausgerechnet immer beim Nachrichtenformat, hör mal. Das ist nicht so angenehm, wenn man richtig professionell mal quatschen will und jetzt soll man hier wieder robotisch quatschen. Was ist da los mit euch? Ja. Was soll ich sagen? Hier alles prüfen sie ab, wa? Hier, wo kämen sie hin? In eine Tonne. Oh. Letzte Nachricht ist von heute. Von heute ist die letzte Nachricht. Sie gelten als sanfte Riesen, aber ich sage euch was. Die Realität, die ist weitaus härter als jeder Film. Egal ob Benjamin Blümchen oder Dumbo. Das kannst du Bild, nicht die ausdenken. Sagt, was ist, sag ich dir. Musst du mir mal eine vom Bäcker mitbringen heute Morgen. Von Ho Chi Minh und Botswana, als Deutschland schon mal. Ja, ja. Was auch immer. Ja, was willst du dazu sagen? Das ist einfach so eine perfekte Bildstory. So auf dem Niveau von Kuhmenschen. Sie sind wie wir, aber haben 7 Mägen. Alien-Sekte will Hitler klonen. Ja. Das passt dir nicht in den Kopf, hör mal. Ja, aber eine witzige Sache ist das auf jeden Fall. Ist es. Ist es. Deswegen haben wir das auch mit reingenommen. Ich glaube, ich will das nächste Thema, da müssen wir ernst sein, da müssen wir jetzt noch ein bisschen bei den Elefanten bleiben. Wenn wir da weitergehen, das ist nichts fürs nächste Thema. Hör mal. Aber von der Themenwahl war das Richtige, das jetzt zu schließen. Motte. Würdest du dir eigentlich so ein graues Moped hinten in den Garten reinstellen? Ja, hör mal, wenn ich einen Garten hätte, ja auf jeden Fall. Aber habe ich halt nicht. Ich sag dir jetzt. Wo will ich hin mit dem Vieh, hör mal? Das Viech, das stampft den Schrebergarten ein. Ja, das sag ich dir aber. Was mach ich denn mit der Taubenzucht? Mach ich auch nicht, wo dahin damit. Muss ich austauschen, dann das große Vieh gegen die ganzen Vieh, gegen die Flatterviecher, wa? Ja. Okay. Sehr schön, wir haben danke, Kushi glücklich gemacht. So, das reicht jetzt auch, denn ja. Ich glaube, die Frage mit den Elefanten ist jetzt auch hinlänglich beantwortet. Es ist auf jeden Fall eigentlich ein echt ernstes Thema, was dahinter steht, aber es wirkt auch wirklich so ein bisschen aufgezogen von der Bild-Zeitung, weil es wurde ja in dem Beitrag von was auch immer das war, ja gesagt. Fokus, Stern. Ja, vor 2 Jahren sollte das mal eingebracht werden, aber es ist überhaupt nichts passiert. Ja, also es ist halt einfach nur, glaube ich, so ein PR-Move, um darauf hinzuweisen, dass man eben sagen kann, hier eure grün-linke Regierung da in der BRD, die soll jetzt mit der Scheiße mal aufhören, so. Schön und gut, was ihr da immer für Artenschutzbestrebungen und so im Westen habt, in den reichen Ländern, aber eigentlich wisst ihr gar nicht, was hier unten abgeht und wir profitieren eigentlich davon. Das ist ja das, was sie eigentlich sagen wollen. So. Und dann sagen wir mal so, ne, das funktioniert, wenn du halt so eine Forderung machst. Natürlich werden keine 20.000 Elefanten hierhin
abgeschoben. Also ich glaube nicht, dass Botswana die finanziellen Kapazitäten hätte, um mal eben irgendwie so ja, 20.000 so. Elefanten hier an der Nordseeküste an Land zu lassen. Ich finde es immer witzig, wenn wir die Punkte einsetzen, reden wir danach auch immer noch ein bisschen mehr rohpöttisch so. Und das immer so automatisch passiert, wenn man einmal damit anfängt, so als Nebenslot. Aber Gringo hat noch geschrieben, es ist halt traurig, dass die Menschen in Botswana abhängig sind von der Jagd. Und das stimmt auch natürlich, dass es ein schwieriges Verhältnis ist. Auf der anderen Seite ist es halt auch einfach so, die Natur ist halt komplett aus den Fugen geraten. Ne? Und dann gibt es halt einfach mal auch so Fälle, wo Jagd halt notwendig ist und sinnvoll und gleichzeitig halt eben auch den Menschen dann nützt. Und in so einem Fall würde ich halt auch sagen, so wenn es halt wirklich zu viele Elefanten einfach gibt, wieso nicht? Wieso sollten die nicht in einem gewissen Umfang gejagt werden? Es gibt keinen Grund dafür, das dann nicht zu tun. Ich finde prinzipiell jetzt auch Jagen auch in Deutschland kein grundsätzliches Problem. So, also ist wieder beliebt hier. Ja, jetzt mache ich mich wieder beliebt. Aber ist ja wirklich so. Also ich finde jetzt im Vergleich, ich weiß, dass Jäger so einen immens schlechten Ruf haben. Und es gibt ja auch, sieht man ja auch an den Trophäenimporten, einfach unfassbar viele Wichser, die im Endeffekt einfach nur so Bonzen sind, die unfassbar viel Kohle dafür rausballern, um sich mal geil zu fühlen, weil sie jetzt irgendein großes Großwild in Afrika abschießen. Natürlich gibt es hier auch absolut viele Schweine, die einfach nur Trophäenjagd machen. Aber wenn die Leute tatsächlich das verwerten, was sie da gefangen haben, dann verstehe ich nicht, warum das eben so einen immensen Hass bekommt, im Gegensatz zu dem, was einfach tagtäglich so an Massentierhaltung und Massenkonsum von Tieren passiert. Mhm. So ist natürlich alles im Jetzt gesehen mit super viel beschissenen Anteilen verbunden, aber grundsätzlich sehe ich da eigentlich nicht die Problematik. Und ich glaube, da muss man auch tatsächlich jetzt in so einem Fall dann einfach eine Lösung finden, die auch die Perspektive von den Leuten damit einbezieht, weil auch die Naturschutzbemühungen da unten werden beispielsweise auch eigentlich nur aus der Trophäenjagd finanziert. Das, was die an der Kohle da einnehmen, ist das, was finanziert, dass die Elefanten in den Naturschutzgebieten sind. Also entweder muss man hier den deutschen Staat dann saftig zur Kasse bitten oder halt den Import dann weiter zulassen. Ja, bald vegan, Anarchist, ist sich auch noch unsicher, weil du bist ja auch erst bald vegan. aber und ja, Kushi jagen ist uncool. Ich meine, das natürlich, ich verstehe schon diesen Impuls, aber dieses Beispiel zeigt es ja. Was willst du halt sonst machen? Also was willst du halt sonst tun in der Situation? Klar, du könntest jetzt irgendwie sagen, okay, wir verfrachten halt irgendwie Tausende von diesen Viechern und packen die halt in irgendeine andere Elefantenregion, wo halt die Elefantenpopulation in Problemen ist. Aber wahrscheinlich sorgt das auch für ein ökologisches Chaos, weil dann halt auf einen Schlag halt irgendwie so eine Horde dort fremder Elefanten halt aufsteigt. Und wie willst du die Elefanten halt irgendwo anders hintransportieren? Das ist ja ein unfassbarer Aufwand. Ne? Das ist ja, die sind ja arschschwer und alles. Das geht eigentlich gar nicht. Ja. Aber ja, natürlich für Deutschland ist es deutlich komplexer. Das ist ja keine Frage. Ich sage ja auch nicht, dass ich irgendwie grundsätzlich das jetzt für eine tolle Sache halte. Und ich weiß jetzt, was ihr wahrscheinlich dann zu den Wildschweinen rein postet. Es ist ja auch so das gängigste Narrativ eben mit den Wildschweinen, dass die größte Problematik hier sind und eine absolute Überpopulation haben. Aber auch da würde ich halt einfach, ich meine, Jagd ist sicherlich ein sehr komplexes Thema, kann man sich auch noch mal in einem anderen Rahmen zu widmen, aber ich finde auch, wie gesagt, im Vergleich zu dem, was eben an Fleischkonsum über Massentierhaltung bereitgestellt wird, finde ich persönlich jetzt eigentlich die Jagd dann die humanere Variante. Dass ganz viele Jäger eben, wie ihr geschrieben habt, einen Gottkomplex haben, keine gute Beziehung zur Natur, keine Frage, dass es auch andere Möglichkeiten geben wird, dass es natürlich auch einfach möglich wäre, dass wir alle vegetarisch oder vegan werden. Klar, ist auch potenziell, aber wenn man eben sagt, dass Fleischkonsum eben weiterhin möglich sein sollte, dann finde ich jetzt auch die Jagd eigentlich zur Massentierhaltung eine bessere Alternative.
Wie dem auch sei, ich finde einfach, dass dieses Beispiel halt zeigt, dass dann auch so eine grundsätzliche vegane Anti-Jagd-Perspektive einfach kein, also die gibt nicht immer Sinn, ja. Wie man an diesem Elefantenbeispiel sieht. So, es ergibt oft Sinn, aber halt nicht immer. Es ergibt auch zum Beispiel keinen Sinn, halt zehntausende Nerze in die freie Wildbahn zu lassen, wie es ab und zu mal von irgendwelchen Tierbefreiern gemacht wird und dann irgendwelche ökologischen komplett Katastrophen in der Region passieren. Uiuiui, das rührt euch ja ganz schön auf, Leute. Ja, das ist echt das Kontroverseste. Darf ich jetzt nicht sagen, was ich noch von zum Thema Atomkraft denke? Nein, darfst du auch nicht. Das ist auch überhaupt kein Zusammenhang zu dem, worüber wir gerade reden. Aber gut, Mats hat das ja nochmal gut zusammengefasst. Aber das wäre wirklich mal, ich glaube, wir haben da auch natürlich auch, das ist jetzt auch nicht das Thema, wo wir halt mega krass drin sind, ne? Bei diesem Elefantenthema ist es irgendwie so offensichtlich, aber es gibt so generell zum Thema Jagd wäre nochmal interessant, auch vielleicht zu sprechen. Ist ja ein interessantes Thema. Wir haben ja sogar schon eine anarchistische Jägerin mal kennengelernt, ne? Ja? Ja, die sonst abgesehen von der Jagd vegan ist. Okay. Grüße gehen raus. Person okay. Weiß sicherlich. Ich bin gerade voll verwirrt, ich weiß gar nicht, worum es geht. Egal. Jo, Leute, dann würde ich sagen, springen wir mal weiter, jetzt wieder zu einem noch ernsteren, also einem tatsächlich ernsteren Thema. Und zwar gehen wir jetzt ganz in die deutsche Region, und zwar auch konkret bei uns nach Dortmund. Und zwar hat es hier in Dortmund jetzt innerhalb von kürzester Zeit mehrere ja, sehr starke Gewalttaten gegen Obdachlose gegeben und auch zwei tote Obdachlose. Einer von den beiden erst gestern sogar und der andere, das war auch im Laufe der Woche erst. Und Donnerstag war das. Donnerstag, ja. Und einer am Hafen, einer in der Innenstadt. Der am Hafen wurde von einem 13-jährigen Kind getötet und der andere wurde von der Polizei getötet. Und wir werden uns jetzt beides einmal anschauen und zuerst mit dem Fall im Hafen beschäftigen. Am Tag danach, von der blutigen Tat gestern Abend, ist hier nichts mehr zu sehen. Ein 13-Jähriger geriet im Streit mit einem 31-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz. Mit einem Messer sticht das Kind auf den Mann ein, mehrmals. Schiffsführer Chris Janssen kennt die Gegend am Hafen gut. Kinder und Jugendliche treffen sich oft am Hafen, erklärt er. Es ist ein beliebter Treffpunkt. Die Tat gestern beschäftigt ihn. Es ist doch sehr, sehr erschreckend, wie Gewalt, ich sag mal, normal geworden ist. Gerade ich sag mal, unter den Jugendlichen, fast noch Kindern. Wenn ich so dann denke, wie ich aufgewachsen bin, alles komplett anders, hat sich alles geändert. Gestern Abend um 18.30 Uhr beobachten Ruderer, wie vier Jugendliche um einen Mann herumstehen. Dann geht er zu Boden. Sie rufen die Polizei. Nach Minuten sind die Jugendlichen Tatverdächtigen gestellt. Mittlerweile kann der Tathergang rekonstruiert werden. Der Obdachlose war gestern im Dortmunder Hafen unterwegs und er ist dann auf eine Personengruppe um das 13-jährige Kind getroffen. Da waren noch Freunde dabei, auch ein Kind und zwei Jugendliche, sehr jung, 14 und 15. Und es muss dann eine verbale Auseinandersetzung, vielleicht auch mit gegenseitigen Beleidigungen gegeben haben. Und das hat den 13-Jährigen dann wohl veranlasst, mit seinem Messer auf den Obdachlosen einzustechen. Weitere Details werden bekannt. So wird der 31-Jährige nach dem Messerstichen ins Hafenbecken gestoßen. Mit Mühe kann er sich wieder über eine Leiter nach oben retten. Dann stirbt er. Kinder, also unter 14 Jahren, können nicht strafrechtlich belangt werden. Und im Moment gehen wir auch nicht davon aus, dass die Jugendlichen an der Tat beteiligt waren. Warum der 13-Jährige ein Messer mit sich führte, ist noch unklar. Die Polizei wertet zurzeit die Handys aus, mit denen die Tat gefilmt wurde. Ja, auch krass, wie beiläufig dann einfach gesagt wird, dass die Tat auch noch gefilmt wurde. Ich finde auch die Kommentare sehr, sehr krass. Also es überwiegt halt einfach so dieses 15 Jahre Haft. Das bleibt nicht sein letzter Mord. Der blanke Horror hier in Deutschland. Kind mit Messer dabei, hier Strafe runtersetzen. Also früher bestrafen, härter bestrafen. Das ist ja dann häufig die einzige Reaktion bei so, ich sag mal, so schockierenden Gewalttaten. Und es ist ja auch wirklich total schockierend. Also ich finde immer, wenn halt speziell Kinder so zu Mördern werden, das ist halt immer richtig krass. Und für uns persönlich ist es ja auch
auch naheliegender als jetzt andere so Morde oder Gewalttaten, die es halt dann ja immer mal wieder gibt, weil wir ja früher auch am Hafen gewohnt haben, also die Gegend, die ihr gesehen habt, da sind wir auch häufiger spazieren und so und ja, haben deswegen auch einen Einblick, ne, in die Gegend da. Beispielsweise genau der Spot, wo jetzt da der Krankenwagen stand, da habe ich mich früher häufig mit Freundinnen auf eine Decke irgendwie da ins Hafenbecken gesetzt. Und es ist ja auch total naheliegend, dass die Leute eben bei sowas dann so reagieren und sagen, als einzigen Umgang dann damit, das liegt nur daran, dass das ist ja auch eben das gängige Narrativ, dass die keine Konsequenzen mehr fürchten. Und dass man eigentlich die Person jetzt einfach nur dann für immer da wegsperren muss. Ich glaube, mit dem Hafen selber muss man das auch in dem Kontext sehen, wie die ja schon gesagt haben. Ist ja eben einfach ein sehr, sehr beliebter Treffpunkt, wo es auch immer wieder zu eben Auseinandersetzungen, Konfrontationen kommt, weil es auch eben von so obdachlosen Junkie-Szene eben auch, aber vor allem tagsüber aufgesucht wird und in der Nähe sich halt einige Schlafmöglichkeiten auch befinden, also jetzt inoffizielle natürlich, weswegen es da dann auch immer mal wieder zu so Konfrontationen kommt. Und ich glaube, es war jetzt auch von dem, was ich mitbekommen hatte, die vier, die jetzt da gefasst wurden, wovon eben der eine der Mörder war, die waren auch auf dem Weg gerade dahin, sich mit ein paar Mädchen zu treffen und gemeinsam Lachgas zu konsumieren. Und ich finde, es zeigt ja eigentlich zwei Sachen auf. Einmal natürlich diesen ganzen Anstieg, wo man ja auch tatsächlich drüber reden muss, diesen Anstieg von Messerkriminalität, was sich ja auch so in den Straftatenstatistiken niederschlägt. Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass eigentlich die meisten Gewalttaten die Rate absinkt, aber gerade bei Messerkriminalität es eben diese Zunahme gibt, dass immer mehr Angriffe und Gewalttaten, die passieren, mit Messern ausgeführt sind. Und das andere ist eben, dass sich hier nochmal so diese generelle Abwertung natürlich von Obdachlosen drin zeigt, was viele Leute eben drin haben. Also es gibt ja eine unfassbar lange Geschichte eigentlich so in jedem Land der Welt, wenn es um Obdachlose und Gewalttaten gegenüber denen gibt, dass ganz viele Leute das einfach als, okay, das ist halt menschlicher Abfall, so mit dem kann ich umspringen, wie ich will, weil das ist eh eine absolut gescheiterte Existenz und das ist, wenn überhaupt, nur ein Störfaktor. Und sowas überträgt sich dann natürlich auch in dem, wie jetzt hier die Jugendlichen bzw. die Kinder dann da mit so einem Obdachlosen umgehen. So. Dann ist das halt auch scheißegal, wenn der da irgendwie in der Konfrontation, man weiß es ja noch nicht mal, hier steht oder vielleicht auch einfach nur irgendwie blöd guckt oder irgendwie kann ja auch jemand sein, der psychische Probleme hat und einfach nur vor sich hin murmelt, dass der dann eben direkt da ein Messer abbekommt, weil der ist ja nichts wert. Und das ist für viele Leute eben auch dieses Ding, Obdachlose stehen einfach immer unter dir. So. Ich weiß nicht, ob du dich entsinnst, aber das war vor ein paar Jahren, wo wir noch im Hafen gewohnt haben. Da, es gibt so eine Brücke, die recht in der Nähe ist, an der Stelle, wo dann noch einige Matratzen dann halt eine Zeit lang lagen und Obdachlose übernachtet haben. Und da weiß ich noch, dass die angezündet wurden an irgendeinem Zeitpunkt. Und also auch, ich habe das auch gesehen, wie die halt die Matratze brennt und so. Da lag jetzt halt niemand drauf. Aber auch so ein Fall, ne, wo dann halt einfach gegen Obdachlose so im Alltag halt vorgegangen wird. Ah ja, hier irgendwie dann vielleicht auch von irgendwelchen Jugendlichen, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber dann einfach, hier diese scheiß Obdachlosen irgendwie und dann einfach die Matratze anzünden oder so. Das sind halt einfach so diese alltägliche Gewalt und dann sind das diese besonders krassen Verbrechen, wie jetzt in dem Fall, die dann halt dann nochmal ein Augenlicht darauf lenken. Ja, ich meine, das ist ja tatsächlich, wie du es jetzt angesprochen hast, ein Phänomen, was man eben kennt mit diesem Obdachlosen anzünden. So. Ja. Und bei ganz vielen ist es ja auch einfach so, die sehen halt, in deren Augen ist die Person wertlos und dann bringt das im besten Fall noch eben irgendwie ein respektables Video, was man vor Freunden oder so zeigen kann, selbst wenn die Person dabei nicht stirbt, einfach nur, boah, guck mal hier, wie krass. Und da muss man natürlich auch nochmal drüber sprechen. Hier Hafen, Nordstadt, da so viele Jugendliche, die einfach super asozial sozialisiert werden und im Endeffekt sich auch, was Gewalt angeht, da komplett losgelöst von eben einem solidarischen Verhältnis zueinander, aber auch zu anderen Leuten einfach sehen und wirklich mit super viel Gewalt aufwachsen, häufig auch sehr autoritär
gleichzeitig noch erzogen werden, selber sehr viel Gewalt dann in den Familien erfahren und das dann natürlich auch in dem Umgang auf der Straße übertragen. Und ja, neben dem Schockfaktor jetzt hier, dass es ein 13-Jähriger war, wurde es natürlich auch sehr stark dann von rechten Kreisen aufgegriffen. Mhm. Weil es gibt ja auch mal direkt die Vermutung, dass es sich dann um einen deutschen Obdachlosen halt handelt. Ich glaube, in dem Fall war es jetzt ein polnischer Obdachlose und der das Kind, das die Tat begangen hat, war bulgarisch. Und das wurde natürlich dann auch zu einem großen Thema gemacht, die ganze Spekulation über die Herkunft. Aber zu den Rechten kommen wir nämlich gleich nochmal. Zuerst gucken wir uns den, also diesen ganzen Zusammenhang, wie die sich da positionieren jetzt hier in Dortmund und was die so machen. Zuerst gucken wir uns den zweiten Fall an, von dem Obdachlosen, der am Donnerstag in Dortmund getötet wurde. Und zwar ist dieser Obdachlose von der Polizei getötet worden. Es gibt auch ein Video von der Tat, also von dieser Situation. Das ist in der Innenstadt gewesen in dem Fall, ich glaube an der Reinoldikirche. Ich persönlich finde das Video nicht so krass. Man sieht es halt ein bisschen von Weitem, aber man erkennt es halt schon. Dann könnt ihr euch auch einen eigenen Einblick machen, aber ich sage es mal vorweg, wer jetzt da gar keinen Bock drauf hat, weil halt eben Mensch halt dann erschossen wird. Vielleicht sollten wir tatsächlich sowas nicht in einem Stream zeigen. Okay, also ich glaube, das darf man, okay. Das sollte generell nicht. Und ich finde an der Stelle, seht ihr ja auch hier den Namen. Ich meine ja nur, das ist auch ein Video, was ihr recht einfach dann selber dazu findet. Okay, können wir auch so machen. Auf jeden Fall, dann beschreibe ich es halt nur, also es gab halt einen Streit zwischen zwei Obdachlosen, der irgendwie eskaliert ist, wo dann ein Obdachloser handgreiflich geworden ist. Dann wurde wohl die Polizei dazu geholt und dann hat er eine Obdachlose, der dann auch erschossen wurde, die Polizei angegriffen, ist mit einer großen Eisenstange auf die losgegangen. Das waren halt so ein Trupp aus so 6, 7, 8 Polizisten oder so, die da vor Ort waren. Und die haben den halt zuerst probiert zu tasern. Ich glaube, Taser gibt es gar nicht überall in Deutschland, soweit ich weiß. Aber in Dortmund wurden die halt eingeführt, auch so ein bisschen als Modellprojekt, meine ich. Und der ist einfach, trotz dass er getasert wurde, ich glaube sogar mehrmals, was einfach echt krass ist, also so getasert zu werden und dann weiter zu rennen, hat dann einfach weiter auf die zugerannt und dann in dem Video sieht man recht gut, wie ein Polizist probiert den zu entwaffnen, also so auf den zurennt und probiert den halt die Stange wegzumachen und den auf den Boden zu werfen oder so und ein anderer schießt halt auf den und tötet den. Und ja, hier schreibt halt auch der Mensch, der dieses Video hochgeladen hat, die Stange hätte ein 14-Jähriger ihm entwenden können und findet, dass die Polizei falsch gehandelt hat. Es gibt dann natürlich unterschiedliche Einschätzungen des Videos in den Kommentaren, wie immer bei sowas. Aber ich würde auch sehr deutlich sagen, dass, klar, das war jetzt halt keine Situation, wo die Polizei einfach jemand komplett Wehrloses halt irgendwie hingerichtet hat oder so, wie es ja auch ab und zu mal gibt, sondern das war schon eine Situation, wo die ja halt konkret angegriffen wurden, aber es wäre sicherlich auch schon möglich gewesen, unter einem gewissen persönlichen Risiko auch diese Situation ohne tödliche Gewalt zu lösen, beziehungsweise sie war kurz davor gelöst zu werden, weil ja der andere Polizist, man sieht es in dem Video wirklich, wie er auch schon an dem, also wirklich so an dem dran steht und schon kurz davor ist. Ich glaube, das ist auch wieder was sich da einfach widerspiegelt. Das sieht man ja auch in dem, was für Tötungen es dann durch die Polizei gibt. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in unserer Folge zur Polizei selber angesprochen. Das sind ja auch eigentlich fast immer Personen, die natürlich auch überproportional jetzt einfach in Kriminaltaten involviert sind, Obdachlose beispielsweise auch, logischerweise, weil sie auf der Straße leben und den ganzen anderen sozialen Faktoren. Aber auch gleichzeitig natürlich, weil es einen gewissen Blick dann darauf gibt, für die Person mache ich mir jetzt nicht die Mühe, dass ich, gut, wenn wir jetzt von einer 2,50 Meter Eisenstange reden, wie es, glaube ich, auch bestätigt wurde, dann ist das natürlich auch potenziell lebensgefährlich, aber nichtsdestotrotz ist dann, glaube ich, bei vielen einfach auch im Kopf drin, ja, da für die Person riskiere ich jetzt hier nicht meine körperliche Unversehrtheit und wälze die irgendwie nieder, sondern gut, dann sitzt der Schuss halt einfach ein bisschen lockerer. Ja, absolut. Und ich finde auch, was man
hier natürlich nochmal sieht, wir hatten ja auch letztes Jahr, das mit den Tasern angesprochen, hatten wir auch schon einen Todesfall von einem Obdachlosen, eben dann durch die Nutzung von Tasern, dass das auch eigentlich die beiden Gruppen sind, wo Obdachlose immer wieder auch sagen, dass es einfach am gefährlichsten ist. Auf der einen Seite eben Gewalt durch Sicherheitskräfte, Gewalt eben durch private Sicherheitskräfte, aber auch Polizei und Ordnungsamt, und auf der anderen Seite eben Gewalttaten durch Jugendliche, vor allem solche, die alkoholisiert oder auf Drogen sind und sich dann einfach an den abreagieren wollen. Aber ich finde es auch mittlerweile echt krass. Also wir hatten ja jetzt in Dortmund einige Todesfälle durch die Polizei. Der bekannteste dürfte sicherlich Mohammed sein, der, wo es ja auch aktuell noch Gerichtsverhandlungen gibt, der von Bullen wirklich mit Maschinenpistole umgebracht wurde. Und also wirklich auf, wie das jetzt alles so wirkt von den Fakten her, auf ziemlich krasse Art und Weise einfach abgeschlachtet wurde. Und ja, da muss man schon langsam halt über auch jetzt hier in Dortmund mal gucken, was es hier so speziell nochmal für ein Polizeiproblem gibt, weil wir haben jetzt ja wirklich innerhalb von kürzester Zeit im Vergleich auch zu einem Deutschland-Trend wirklich Tote durch Polizei, ne? Und das muss man dann schon ganz genau beobachten und zivilgesellschaftlich aufarbeiten. Und das tut auch unter anderem Schlafen statt Strafen. Das ist hier eine lokale Initiative, die sich für die Rechte von Obdachlosen einsetzt in politischen Sinne. Wir haben es ja auch schon häufig im Übertage-Podcast gesagt, dass es ein Thema ist, was recht vorbildlich läuft von der Linken in Dortmund aus, so die Obdachlosenhilfe. Also es gibt einige Einrichtungen und Ansätze, die halt eben Essen und sonstige Hilfe gestalten. Aber es gibt halt auch jetzt eben Schlafen statt Strafen, die politische Arbeit zur Obdachlosigkeit machen. Und die haben eben auch hier eine Kundgebung abgehalten zu dieser Situation. Am 3.4. Lief die ab. Finde ich halt wirklich eine tolle Sache, dass dann auch diese Initiative so kurzfristig darauf reagiert, darauf aufmerksam macht und sich dazu verhält. Aber genauso schade, muss ich sagen, finde ich es, dass dann halt wiederum, auch wenn das ein öffentliches Format ist, finde ich, da auch, kann man da auch mal Kritik anbringen, weil diese Initiative wirklich sehr schnell zu allem, was halt Größeres zur Obdachlosigkeit in Dortmund passiert, reagiert, dann halt sich nicht zu der Situation am Hafen verhält. Und ich denke, man kann halt auch aus linker Perspektive sehr viel dazu sagen, was wir ja auch an der Stelle jetzt probiert haben zu machen. Nur weil das jetzt kein Tod durch Polizei war, ist es nicht weniger unsere Aufgabe, dann auch Öffentlichkeit dafür zu schaffen, wenn hier ein obdachloser Mensch halt umgebracht wurde. Ja, das Problem ist halt, dass ganz viele Linke sowas dann eben als ein zu heißes Eisen sehen und eigentlich dieses Feuer weiter einfach nur anheizen und es damit auch als ein heißes Eisen belassen, was dann eben die Rechten wieder aufnehmen können, was wir ja auch in dem Fall jetzt hier gesehen haben, wo wir uns vielleicht noch kurz was zu angucken werden, weil es natürlich nicht reinpasst, weil es jetzt in dem Fall Mord durch ein Kind bzw. Jugendliche war und dann auch noch mit migrantischer Herkunft. Und das passt dann einfach nicht. Und dann, wir wissen natürlich nicht, kann ja auch sein, dass einfach jetzt überlegt wird, wie man sich dazu äußert. Aber du hast es ja eigentlich schon gesagt, es ist recht schnell und eigentlich müssten Linke es ja wohl auch hinbekommen, auch wenn es sich um eine Mordtat jetzt von einem Migranten handelt und auch von einem Kind, muss man es ja wohl irgendwie hinbekommen, sich dazu gescheit äußern zu können. Und wie wir es ja auch gesehen haben, man hat da diverse Sachen, die man einfach daran ansprechen kann. Man kann ja auch einfach primär auch die Obdachlosenfeindlichkeit unter vielen Jugendlichen, auch unter vielen Jugendlichen in der Nordstadt thematisieren. Das muss man auch, weil das ist auch dann das Problem, wenn du nur dieses eine Thema bespielst, dann fühlen sich natürlich ganz viele Obdachlose in ihrer Realität einfach übergangen, weil es ist natürlich die Polizei und die Sicherheitskräfte, das haben wir schon angesprochen, sind maßgebliches Problem im Alltag der Leute, maßgebliches Gewaltproblem der Leute, aber für die sind genauso Jugendliche gefährlich. Und wenn dann einfach nur mal Linke irgendwie, ja, dazu möchte ich mich jetzt aber nicht äußern, weiß ich jetzt auch nicht genau, ja, schon irgendwie schlimm und keine Lösung anbieten, dann kommt vielleicht beim nächsten Mal dann irgendwie der Rechte, der jetzt Hilfe für deutsche Obdachlose dann irgendwie machen will. Und von dem holen sie sich dann mehr abgeholt, weil der einfach denen natürlich keine wirkliche Lösung anbietet, aber zumindest deren Problematiken aufgreift.
Ja, Ilgevo, das ist ja auch ein verständlicher Punkt, das, was du schreibst, dass es die Gefahr mitbringt, dass man verschiedene Gruppen gegeneinander aufbringt, die man eigentlich erreichen will. Aber wir reden ja hier wirklich über brutalste Gewalt, über einen toten Menschen, wo es halt eine entsprechende Initiative zu dieser Menschengruppe, sag ich mal, von Obdachlosen halt eben gibt. Und da ist mir halt auch egal an der Stelle, was das jetzt für Folgen für irgendwelche linke Agitation hat oder so, wen man da jetzt vielleicht gegen sich aufbringt, wäre mir halt persönlich egal. Also mir geht es dann einfach darum, da halt dann klar zu machen, dass es für uns als Linke wirklich egal ist, ob jetzt halt jemand durch Polizeihand stirbt, durch halt irgendwie Nazi stirbt oder durch halt den migrantischen Jugendlichen. Es ist mir halt Latte. So. Ja, es sind ja auch alles Probleme dahinter, richtig, die du eben ansprechen kannst und die du ansprechen musst. Ja. Weil dann gehst du wieder wirklich auch in dieses Narrativ, was Rechte dann manchmal haben, von politisch passende Mordtat. Das ist wirklich, das ist ein Mord. Das andere passt politisch mir nicht. Das ist eine Tragödie. Da sehe ich irgendwie keine politischen Faktoren hinterwirken. Und jeder, genauso wie eigentlich jeder Akt in der Gesellschaft, ist auch nun mal jeder Mord in irgendeiner Art und Weise politisch. Oder ich weiß nicht, ob es wirklich als Mord jetzt in dem Fall bezeichnet werden kann, weil es ja oder als jeder, auf jeden Fall jeder tote Mensch, der da halt, der halt am Ende steht, ne? Ja, das finde ich ja halt wichtig. Ich meine, vielleicht passiert ja noch was in der Hinsicht. Das ist ja auch erst gestern passiert, aber normalerweise wird bei sowas dann immer recht schnell reagiert. Ja, wir haben es schon gesagt, die Nazis haben speziell jetzt den letzten Fall auch für sich genutzt. Sie haben tatsächlich auch gesprochen über den toten Obdachlosen an der Reinoldikirche. Da haben sie auch, glaube ich, was kurz zugeschrieben. Aber die Nazis haben in der Vergangenheit viel so Obdachlosenhilfe für Deutsche gemacht. Mhm. Immer so zu Weihnachten oder sowas in der Richtung, dass sie dann halt rumgelaufen sind und halt so ein bisschen Essen an deutsche Obdachlose verteilt haben. Haben sie schon lange nicht mehr gemacht, weil sie auch generell nicht mehr so viel machen. Aber in dem Fall haben sie sich halt wieder positioniert, was halt besonders abartig ist, weil es erst vor kurzer Zeit von deutschen Nazis eben einen brutalen Angriff auf obdachlose Frauen in Dortmund gab. Und hier gab es eine sehr stabile Initiative, die genau darauf aufmerksam gemacht hat, gerade in diesem Diskurs auch, der jetzt hier wirklich in Dortmund wieder passiert, angesichts der beiden toten Obdachlosen, wo die Nazis halt eben probieren, sich zu positionieren und als jetzt hier wieder Saubermann rauszuputzen und irgendwie der Entrechteten darzustellen oder was weiß ich. Obwohl sie real halt wirklich mit brutalster Gewalt gegen Obdachlose schon immer in Dortmund und anderswo vorgegangen sind und ja auch an und für sich die größten Feinde von obdachlosen Menschen sind, weil wie wir alle wissen, sie in der NS-Zeit entsprechend verfolgt und oftmals auch vernichtet haben. Und hier gibt es eine sehr gute Initiative von lokalen Genossinnen. Wir schauen mal in das Video rein, werden aber nicht ganz uns das auch angucken, weil auch hier wieder sind, glaube ich, ein paar Sachen im Video drin, die uns sonst Probleme bereiten können. Ja. Aber dann ihr könnt das auf jeden Fall hier sicherlich finden auf internetarchiv.org, Details, Rache der Betroffenen. Aber wir gucken mal den Anfang rein. Eine Gruppe Männer soll mit Heil Hitler rufen in der Nacht auf Samstag aufgefallen sein, bevor sie die Frauen angriffen. Einer der mutmaßlichen Täter soll einer 55-Jährigen mit dem Fuß ins Gesicht getreten haben. Durch Zeugen konnten die Polizeibeamten einen der mutmaßlichen Täter identifizieren. Der 19-Jährige soll zur rechten Szene gehören. Er erhielt einen Platzverweis. Die Dortmunder Polizei hat mehrere Strafverfahren eingeleitet wegen Körperverletzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. So, und jetzt mal schnell Stopp, weil ich glaube, dann geht es jetzt halt, also ne, das Video besteht aus mehreren Teilen. Zuerst wird eben gezeigt, wie Genossinnen halt eben Essen verteilen an obdachlose Menschen und dann geht es halt zum Gegenangriff gegen die Nazis über und es werden halt so ein paar Nazis zu Hause besucht und solche Geschichten. Genau, das werden wir jetzt nicht zeigen, weil da auch dann Namen von denen fallen. Gut. Insofern zumindest, was das angeht, halt schön, dass da halt was passiert, den Rechten gegengestellt wird und bei dem Fall mit dem toten Obdachlosen durch Polizeihand eben was passiert. Okay.
Wir springen weiter zu unserem nächsten Thema. Und zwar ist es ja im Prinzip auch ein halb nationales, halb internationales Thema. Und zwar gab es jetzt hier eine neue Studie zu Waffenexporten, bei denen herauskam, dass die Bundesrepublik Deutschland im vergangenen Jahr für 47% der Waffenexporte nach Israel verantwortlich ist, für die Importe. Interessanterweise 53% die USA, also anscheinend scheint Israel nur aus zwei Ländern dieser Welt irgendwie Waffen zu beziehen, was ich auch schon mal erstmal wild finde. Und das ist echt, das ist irgendwie echt komisch. Und da trifft es auf jeden Fall jetzt wieder recht gut, der Slogan deutsche Waffen, deutsches Geld, Morden mit in aller Welt. Weil speziell wohl die Panzerfäuste eben in Gaza entsprechend von der israelischen Armee eingesetzt werden. Und ja, das fand ich einfach erstmal interessante Zahlen. Ja, auf jeden Fall. Ist ja auch so, dass es hier noch nicht mal irgendwie, man jetzt groß das Narrativ aufbauen kann, Deutschland verdient sich hier eine goldene Nase an den Waffenexporten, sondern es ist ja wirklich aktiv so, dass die Bundesregierung bei diversen Waffendeals einfach einen Großteil der Kosten oder manchmal ein Drittel oder so einfach selber trägt. Also beispielsweise jetzt bei, ich glaube, das war bei dem U-Boot-Deal, den größeren, den es gab, von Deutschland nach Israel, da hat Deutschland dann einfach mal ein Drittel der Kosten mitgetragen. Und ich glaube, so muss man das auch sehen. Deutschland ist ja generell auch der zweitgrößte Finanzier von Israel, was jetzt ausländische Hilfe angeht. Und da passt das natürlich perfekt mit rein, dass Deutschland sich eben zum zweitwichtigsten Verbündeten in allen Belangen nach den USA für Israel gemausert hat. Ja, und dementsprechend halt auch ganz direkt beteiligt an der brutalen Vernichtung von Gaza und dem Massakrieren von so vielen Tausenden, Zehntausenden von Menschen und Zivilisten dort. Insofern haben wir natürlich auch eine sehr, sehr starke antiimperialistische Verantwortung, hier dagegen zu agitieren und vorzugehen. Ich finde es auch erschreckend, wie wenig halt hier konkret dann passiert, wie das auch bei allen anderen Kriegen der Fall ist. Das ist ja jetzt nicht Spezifisches auf die Situation in Palästina bezogen, sondern allgemein ein großes Problem, dass die Antikriegsbewegung hier in der Linken echt am Boden liegt und oftmals Linke eher aus unterschiedlichen Gründen sich dann halt gerade machen für den Militarismus und für die Kriege unserer Zeit, aus was für Gründen auch immer, die kennen wir alle, die Begründung. Hier gab es noch eine kleine Ergänzung aus der Community im Vorfeld bei anarchismus.de, die nochmal zu den Zahlen geschrieben hat, dass es wohl nicht so viel Waffen oder Munition seien, sondern eher so allgemeine Rüstungsgüter, die von Deutschland an Israel geliefert werden. Und das ist eben vor allen Dingen, was du auch schon erwähnt hast, mit den Atombomben, die auch eben atomwaffenfähig sind. Und genau. Das noch zur Ergänzung. Also das wird dann ja immer so ein bisschen mitgezählt. Ne? Das ist halt nicht nur diese expliziten Waffensysteme, sondern auch. Das stimmt, Rüstungsgüter sind viele, sind auch die Plattform oder die Fahrzeuge, die dafür genutzt werden. Mhm. Ja, und Ed Cameron, du hast natürlich auch recht, auch wenn es jetzt dann bei manchen Sachen für den deutschen Staat eben kein jetzt riesiges Profitinteresse bei diesen Sachen gibt. Für die Industrie ist das natürlich eine schöne Sache, weil die werden bezahlt dann eben vom deutschen Staat teilweise. Und es ist ja immer so, dass eigentlich die Aktien von Rüstungsunternehmen oder alles, was eigentlich so mit der Rüstungs- und Sicherheitsbranche zu tun hat, in Zeiten von kriegerischen Auseinandersetzungen natürlich nach oben geht. Und das für die immer eine fantastische Zeit für die Unternehmenszahlen ist. Tja, wer auch große Freude am, um das jetzt ein bisschen populistisch direkt aufzuladen, große Freude an dem Krieg in Palästina zu haben scheint, sind die Antilopen-Gang. Ich hatte eigentlich gar keinen Bock, noch darüber zu reden, muss ich sagen, weil ich halt so eine Story dazu gemacht habe,
Bei uns, wo ich halt, das ist hier gerade so ein heißes Thema, wo irgendwie alle Linken drüber reden, weil es halt diesen neuen Track hier von der Antilopen-Gang gibt. Fabian Lehr hat ja auch schon eine Analyse dazu gemacht und ja, und wir haben natürlich auch viele Antworten von irgendwelchen Antideutschen, die jetzt ihre Lieblingsband beleidigt gefühlt haben, bekommen, unter anderem so geistreiche Sachen wie dieses hier. Ich hatte halt eben dann geschrieben, yo Leute, von der Bild-Zeitung halt so gemocht zu werden, also die Bild-Zeitung hat halt eben loben Artikel zu dem Antilopen Lied und der Positionierung halt gemacht, die dort in dem Lied vertreten werden. Dass wir es eben gut finden, habe ich halt eben geschrieben, so ja, ist ja, sagt ja viel aus, wenn man halt von der Bild-Zeitung halt gelobt wird und hat das mit so dieser Star gegenübergestellt, der dann halt sehr stark von der Bild-Zeitung so an die Wand gemalt wurde. Ja. Ja. Das ist halt schon eher anstrengend, deswegen hatte ich eigentlich nicht so Bock, aber du warst Feuer und Flamme, dann nochmal drüber zu quatschen, über den neuen Antilopen-Song. Nee, eigentlich jetzt auch nicht unbedingt, okay. Aber ich meine, was so ein Kommentar natürlich sagt, es ist natürlich dann immer so dieses Ding von, ja, der Song, ich meine, du kannst ja mal auf die Lyric-Seite gehen. Mhm. Natürlich, der Song beschäftigt sich auch mit dieser ganzen Thematisierung von eben Alltagsantisemitismus, der einfach mit jeder kriegerischen Auseinandersetzung zwischen Israel und Palästina wieder zunimmt. Und ich würde auch sagen, es gibt auch tatsächlich, sagen wir mal, mit der ganzen Polarisierung um das Thema auch immer eine schwindende Beachtung von dem Thema Alltagsantisemitismus, ja, dann klar, auch in der radikalen Linken so. Weil die einen natürlich die ganze Zeit drauf pochen und die anderen dann das Thema nicht mehr so groß anschneiden wollen, weil im Endeffekt wird ihnen dann sowieso auch einfach nur vor den Kopf geworfen, ja, warum beschäftigst du dich jetzt überhaupt damit, wenn du doch sonst eigentlich die Mörder unterstützt? Und ich glaube, das ist auch ein grundsätzliches Problem, weil man muss da auch einfach standhaft bleiben und man muss das auch immer wieder thematisieren und auch indem man selber, weil natürlich gibt es eigentlich keine einzige Positionierung in der radikalen Linken in Deutschland, die sagt, ja, gut, wenn jetzt mal so eine Konfrontation ist, dann muss man einfach eben damit umgehen können, dass irgendwie einem Juden in Berlin dann mal die Kippa vom Kopf geschlagen wird oder so, gibt es ja nicht, sondern die Leute, was es dann gibt, ist, dass das dann einfach nicht mehr so groß behandelt wird oder nicht mehr so groß geschwiegen oder einfach ein bisschen totgeschwiegen wird. Und da ist es natürlich wichtig, dass man als Linke dann einfach standhaft bleibt und auf der einen Seite eben dieses klare antiimperialistische Bekenntnis hat, auf der anderen Seite eben auch dieses Thema Antisemitismus intensiv behandelt. Und auch da gibt es ja auch wieder in der Linken ganz viele, ganz viel, sagen wir mal, ganz viele Aspekte, wo man auch nicht so gerne drüber reden möchte. Was ich übrigens auch witzig finde, weil es im Endeffekt auch wieder in dem Antilopen-Song so ist. Weil wenn eben Antideutsche sich mit Antisemitismus und vor allem hier Alltagsantisemitismus auseinandersetzen, dann wollen sie ja auch klare Problematik nicht richtig benennen. Dann prügeln sie lieber einfach auf die blöden Linken ein, die sich jetzt eben zu dem Thema Israel-Gaza positionieren und sehen da eigentlich jetzt die Vorstufe von eben pogromartiger Stimmung, angeheizt durch irgendwelche linken Antizionisten. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer ganz spannend, wenn dann von meistens eher kommunistischer Seite, aber auch teilweise anarchistischer Seite dann auf sowas erwidert wird, dass das ja eigentlich total lächerlich ist, weil Neonazis ja immer noch das größte Problem sind. Aber über islamischen Antisemitismus, auch Alltagsantisemitismus, wollen die Leute ja auch nicht sprechen. Und so ist es ja auch eigentlich hier wieder in dem Antilopen-Song. Also die machen ja auch nichts wirklich sonderlich Spannendes eigentlich damit. Die sprechen ja auch noch nicht mal, also jetzt mal diesen ganzen Wahnsinn da irgendwie ausgenommen, die sprechen ja auch beispielsweise das Thema von islamischem Antisemitismus jetzt auch nicht irgendwie rebellisch oder so an, dass sie jetzt die Einzigen sind, die sich dazu äußern. Machen sie ja auch nicht. Und das wäre dann mal was, wo man irgendwie nochmal auch von linker Seite eine neue Position zu machen können. Anstatt dem ist das Einzige, was eben dieser Song eigentlich ausdrückt, kompletter Wahnsinn in Bezug auf die Einschätzung der Situation von Deutschland und Israel. Also ich meine, wir haben ja hier sowas wie, und der Kanzler hört sich so bestürzt an, danach trinkt er Tee mit den Mördern.
Und generell dieses ganze Framing davon, dass ja einfach nur, grob gesagt, zwei Dinge. Einmal, der deutsche Staat ist eigentlich wirklich nicht so Israel-solidarisch, wie er sein sollte. Da kann man ja nochmal Bezug drauf nehmen, was wir gerade angesprochen haben. Zweitwichtigster Partner, wirklich auch, wenn man jetzt nochmal die Größenunterschiede von USA und Deutschland auf der Wirtschaft sich anguckt und dem Militär und der Rüstungsindustrie, kann man dann auch nochmal drüber nachdenken, was das bedeutet. Aber auch ja wirklich der einzige Staat und teilweise noch radikaler als die USA das machen, der sich einschreibt, wirklich Israels Sicherheit ist deutsche Staatsräson. So, egal was ist, wir stehen an der Seite des israelischen Staates selbst. Also ich meine, es gab ja auch keine krassere Situation mehr von kriegerischer Auseinandersetzung wie jetzt zwischen Israel und Gaza und den ganzen Sachen, die darum passiert sind. Und da, das ist ja wirklich einfach nur komplett an der Realität vorbei, was die sich da herbeispinnen. Aber das war einfach immer schon eine antideutsche Besonderheit, dass man eben wirklich also überhaupt keinen vernünftigen Bezug zu tatsächlich der außenpolitischen Realität der BRD hat. Und sich dann immer daran aufhängt, dass man irgendwo ein Bild findet, wo Merkel oder wo Olaf Scholz mit irgendwie dem Emir von Katar oder irgendeinem Mullah aus dem Iran oder irgendeinem Regierungschef aus dem Irak oder so zusammen beim Tee stehen und dann sucht man irgendwie raus, dass er sich total antisemitisch geäußert hat. Ja, was glaubt ihr denn bitte, wie Außenpolitik funktioniert? Was glaubt ihr denn, mit was für Leuten sich auch die israelischen Botschafter schon getroffen haben und was die vielleicht mal über Juden gesagt haben? So wirklich, da kann man, oder die Vereinigten Staaten, mit wem die sich da zusammensetzen, obwohl die da nicht dafür kritisiert werden. Da hat man ja wirklich überhaupt keinen Realitätsbezug zu dem, wie staatliches Miteinander und wie irgendwie der Botschaftsdienst und wie Außenpolitik funktioniert. Ja, und dazu kommt natürlich auch, dass die Antilopen sind natürlich immer auch so ein bisschen zwei, drei, vier Schritte über die Realität in ihrer Polemik. Was ja auch, man kann auch sagen, vielleicht ja auch teilweise ein Stilmittel dann halt von Rap ist oder so. Aber ich meine, es ist ja ein sehr konkreter, sehr, sehr gewollter politischer Text auch, ne? Und da muss man sie dann halt auch einfach für ernst nehmen. Und das ist dann jetzt halt zum Beispiel solche Sachen wie auch Grete hasst Juden. Das ist ja meine Lieblingsdiskussion aus den letzten Monaten oder im letzten Jahr oder was weiß ich gewesen, wo dann halt von der bürgerlichen Presse das sehr willkommen geheißen wurde, dass man jetzt Greta Thunberg, die so lange eben den Großen dieser Welt auf die Finger gehauen hat, gegen die man halt wenig machen konnte, weil das halt so ein kleines Mädchen ist, was halt die Mächtigen dieser Welt so ein bisschen durch den Arena-Ring geführt hat. Und jetzt geht die böse Greta Thunberg auf Palästina-Solidaritätsdemonstration und sie hat eine Krake in einem Bild gehabt. Keine Ahnung, vielleicht habe ich ja auch irgendwas verpasst, was tatsächlich einen Antisemitismus darstellt oder wo sie irgendwie gesagt hat, ja klar, ich hasse Juden und so, aber ich habe es jetzt bisher nicht gehört und auch es geht halt immer nur darum, dass sie halt sagt, Stand with Gaza, Free Palestine und so weiter. Und dass sie halt auf entsprechende Demonstrationen gegangen ist. Das ist für mich halt irgendwie eine recht dünne Beweislage dafür, dass sie Juden hassen. Das scheint mir halt einfach nur eine Fortführung von der Bild-Zeitungspropaganda gegen Greta Thunberg zu sein, die halt wundersamerweise ja dann auch entsprechend dem inhaltlich zugestimmt haben und das total beklatscht haben, dass ihre Staatspropaganda, die sie halt dann halt in dem Fall gegen Greta, und ich war jetzt nie der größte Greta-Fan oder so, aber an der Stelle muss man sie dann halt mal verteidigen, fortgeführt wird und sich dann einfach darüber freuen, dass jetzt auch ein Lied mit ihrer Propaganda erscheint, ja. Ja, aber es geht ja auch wirklich nicht ums Verteidigen. Es ist ja auch, wenn ich irgendwie darüber spreche, warum irgendwie deutsche Botschafter oder Außenminister sich mit dem und dem treffen, dann geht es mir ja nicht darum, dass ich jetzt eine Ehrenrettung für was weiß ich wen oder für Olaf Scholz, der sich mit irgendwem trifft, betreiben möchte, sondern es geht ja einfach um einen realistischen Blick auf die Welt und ein Verständnis, warum Dinge passieren. Ja. So, aber das ist halt, das zeigt ja auch, die Leute haben ja auch kein Interesse daran, die argumentieren ja einfach nur moralisch. Die sehen einfach nur, dass eigentlich total schlimm, dass irgendwelche Leute sich mit Antisemiten treffen oder dass irgendwelche Leute was sagen, was mir nicht passt, dann muss das Motiv Antisemitismus dahinter stecken. Das ist ja im Endeffekt die ganze Idee dahinter.
Ja, und ich muss sagen, für mich ist es halt wirklich primär einfach anstrengend geworden, diesen Diskurs zu führen, weil ich finde halt ernsthaft, dass jetzt vor der ganzen kriegerischen Auseinandersetzung in Gaza war halt, finde ich, schon einfach diese antideutsche Einflussnahme und dieser starke antideutsche Diskurs, den wir oftmals in Deutschland der Linken haben, halt ein absoluter Störenfaktor. Aber wir haben ja auch immer gesagt, so ja, ne, für uns ist es halt auch cool, bei uns in der Community ist halt von Antideutsch bis Hardcore-Mau ist alles dabei. Aber in Anbetracht dessen, was halt passiert, finde ich es auch wichtig und klarer richtig, sich halt da zu positionieren und zu sagen, so, es ist halt auch irgendwann eine Grenze erreicht, wo ich halt noch sagen kann, okay, wir tragen halt diese antideutsche Scheiße halt mit. So, es ist halt unsere verdammte Aufgabe, uns als Revolutionäre halt eben zu positionieren in dieser Frage. Und das wird dann auch manchmal, dass es halt knallt und dass man dann auf über Tage Instagram halt auch mal 10 Abos weniger hat, wenn man dann halt die Lieblingsband von irgendwelchen antideutschen Kids halt kritisiert. Aber es ist mir scheißegal. Ihr könnt euch dann halt auch verpissen an der Stelle, weil wer halt keine Grundlage im Verständnis seiner linken Politik von Antiimperialismus halt hat, das ist halt lost. Ja, und wie gesagt, man muss sich halt einfach immer vor Augen führen, was da verhandelt wird, was gerade für eine Situation da verhandelt wird. Richtig. Und auch was für eine wirklich Einzigartigkeit wir hier in diesem deutschen oder deutschsprachigen Diskurs darum haben. So, und es verschränkt einfach auch jede realistische Sicht darauf, weil einfach die Staatsposition dazu übernommen wird. Wenn die Leute dann tatsächlich eben einfach sowas hier kritisieren, wie, warten wir es nochmal, dass man nicht beide Seiten sehen darf, dann, ja, wenn das eigentlich schon die Problematik ist, dann kannst du es auch eigentlich komplett vergessen, dich irgendwie mit dem Thema Israel-Gaza-Konflikt auseinanderzusetzen. Und dazu kommt dann halt auch noch, dass halt auch so Leuten wie uns, die wirklich sich probieren, halt immer eine ganz klar differenzierte Position einzunehmen, die halt auch seit Jahren, Jahrzehnten halt gegen Antisemitismus sich positionieren und auf die Straße gehen und Kämpfe führen und auch in unserem Podcast wir immer wieder auch das Thema aufgreifen, dann halt diese Kommentare kommen, wo dann halt Leute sagen, ja, was ist, wie halt in diesem einen Kommentar, den ich vorhin gezeigt habe, was sagt das über euer Menschenbild aus? So, das ist halt, ich kann darüber halt, ich bin da halt wirklich fassungslos und mir fällt es halt dann auch schwer, dann noch irgendwie nicht emotional darauf zu reagieren, weil es halt so dumm ist, weil diese Leute so dumm sind. Ja, dann gucken wir uns doch mal an, was vielleicht noch ein paar kluge Leute in der Linken zum Abschluss gemacht haben. Keine Zusammenfassung dieses Mal von dem, was wir heute gesagt haben? Viel Scheiße und viel Müll haben wir uns angeguckt. Viel schlimme Dinge betrachtet. Wenig Positives. Ich meine, das Einzige, was ich hiervon mitnehmen kann, ist, dass ich hoffe, dass vielleicht doch die 20.000 Elefanten in die Uckermark kommen. Ja, das wär schon ein toller Safari-Park. Auf jeden Fall. Ja, aber du sagst es, wir wollen zum Abschluss wie immer ein bisschen auf die positiven Sachen schauen, die auch passiert sind, selbst wenn es auch kleine Entwicklungen innerhalb der anarchistischen Bewegung sind. Und zuerst ist eine neue Broschüre bei anarchismus.de erschienen, und zwar eine Übersetzung von der Black Wolves Federation, von eigentlich so dem plattformistischen Programm, was letztes Jahr eben erschienen ist. Finde ich sehr cool, sehr spannend und wie immer im tollen anarchismus.de Design, und ihr könnt das jetzt halt entweder online auf anarchismus.de lesen oder bei Syndikat A und bald auch bei Black Mosquito in Schriftform beziehen. Dann eine kleine internationale Nachricht, und zwar aus Serbien. Da gab es eine Demonstration anlässlich des 25. Jahrestages der NATO-Luftangriffe, und ich habe tatsächlich aus Serbien jetzt noch nie großartig von so anarchistischen Teilnahme oder Gewerkschaft oder sonst irgendwas mitbekommen. Deswegen fand ich es halt cool zu sehen, dass hier auch mal in Serbien ein kleiner, stabiler anarchistischer Block
an sowas dann halt entsprechend teilgenommen hat, auch ein bisschen kämpferisch. Und ja, das fand ich eine schöne Sache zu sehen, dass es auch eben in anderen Ländern natürlich einen weiteren Aufbau gibt, der dann auch mal sich nach außen hin zeigt. Apropos Aufbau, in Osnabrück gibt es jetzt auch ein neues FAU-Syndikat. Also wenn ihr aus Osnabrück oder der Ecke kommen solltet, dann schließt euch bei der FAU Osnabrück an. Und das ist auch nochmal eine gute Gelegenheit, um generell auf die Entwicklung der FAU kurz zu gucken. Denn das ist jetzt die Karte von allen FAU-Niederlassungen in Deutschland. Aktuell ist die FAU in, das ist noch nicht aktualisiert, Osnabrück noch nicht dabei, in 45 Städten mindestens sind eigentlich noch mehr aktiv. Und da sieht man auch, dass wirklich ein größerer Teil von Deutschland jetzt auch wirklich über FAU-Syndikate verfügt und dass sich eben dieses Netz vom organisierten Anarchismus alleine, was die FAU halt eben macht und wenn man sich das Ganze jetzt nochmal anguckt mit allen Strukturen, ja doch weiter füllt. Und das ist eine sehr schöne Angelegenheit, denke ich. Und zum Abschluss dann noch eine kleine Sache in eigenem ich habe ein neues Übertage extra veröffentlicht bei uns, also alle, die uns unterstützen monatlich bei Patreon oder Ko-fi, können jetzt halt das neue Extra sich anhören über den Kongress der anarchistischen und syndikalistischen Jugend in Berlin. Da haben wir viel schon drüber geredet, deswegen werde ich jetzt nicht mehr so viel dazu verlieren. Aber wenn euch das interessiert, da nochmal einen Einblick, auch im Persönlichen und die ganzen Geschichten drumherum und eine Einschätzung zu hören, dann unterstützt uns doch, bekommt ihr dann obendrauf zu den anderen Extras, die es schon gibt. Sehr schön. Ja, das war unser heutiger Überblick. Ja. Genau, kommt auch noch auf YouTube auf jeden Fall. Und auch auf Spotify, also den Überblick laden wir immer auf allen Kanälen hoch. Und genau, in dem Sinne, nächste Woche kommt auf jeden Fall endlich dann die lang erwartete Folge 120. Da freue ich mich schon drauf. Wie die euch gefällt, wird sicher gut. Absolut. Ja, ich bin auch gespannt auf die neue Folge. In dem Sinne würde ich sagen, hoffentlich habt ihr heute dann über die ganzen wichtigen und nicht so wichtigen Dinge nochmal einen guten Überblick bekommen. Und freue mich dann, wenn wir uns Mittwoch wiedersehen. Auf jeden Fall. Macht's gut, ihr Lieben. Glück auf. Glück auf. Ciao.